Diese Jungs suchen nicht etwa nach Pilzen, sondern nach Gold. Versteckt in den Wäldern Estlands. Diese Wälder die Bühne für die 14. Europameisterschaften der Nahforstschüler. Diese kommen aus 17 europäischen Ländern, produzieren vor allem jede Menge Kleinholz. Die Teams bestehen aus jeweils 4 Studenten, wurden im Forstparcours und in technischen Disziplinen geprüft. Dort zählte die Präzision, Geschicklichkeit und Schnelligkeit im Umgang mit der Motorsäge. Dazu gehören unter anderem der Kettenwechsel, die Entastung sowie der Kombinations- und Präzisionsschnitt. Die absolute Königsdisziplin aber ist die Zielfällung von 30 Meter hohen Fichten. Julian Schwender von der Bayerischen Forstschule Lohr am Main trifft da den Nagel, oder besser gesagt den Baum, fast auf den Kopf. Ja, also das war jetzt so ziemlich die absolute Punktlandung. Also ich bin 0,5 cm soweit vom Zielpfahl entfernt. Der Stock hat gepasst, die Zeit hat gepasst. Die Jungs und Mädels metzelten aber nicht nur einfach lustig und munter durch die Gegend. Im Forstparcours mussten die Schüler an 16 Stationen auch Aufgaben in Erster Hilfe, der Tier- und Pflanzenkunde sowie der Waldmesslehre bewältigen. Die schwierigste Station war eigentlich das Volumen einer bestimmten Fläche zu bestimmen, also wie viel Holz da drauf steht, weil es war sehr unübersichtlich, also es war sehr dicht, man konnte nicht alle Bäume so sehr gut einsehen, gleichzeitig war es extrem nass und feucht, man konnte nicht alles gut begehen, war sehr sumpfig und man musste dann schauen, ist der Baum überhaupt drin, und es war teilweise ein kleiner Baum davor, dass man nicht sehen konnte, passt das noch oder nicht, und da mussten wir schon ziemlich variieren und müssten da auch die Höhen messen. Und das war dann auch nicht ganz so einfach, die Höhe des Baumes zu bestimmen. Aber das haben wir trotzdem eigentlich, glaube ich, ganz gut bewältigt. Und wir sind eigentlich zufrieden mit unserer Leistung. Ja, ja, zufrieden. Nun mal nicht zu bescheiden, Freunde. Am Ende holten die Forstschüler aus Lohr am Main nämlich gleich 2 Europameistertitel nach Deutschland. Einmal im Team und Julian Schwender im Einzel. Jetzt gerade überwältigt, ja. Das ist schon Wahnsinn. Also besser hätte es heute nicht laufen können für uns, glaube ich. Wir sind alle total happy. Super. Jetzt feiern wir ein wenig. Gesucht und gefunden, damit kommen die pfiffigsten, geschicktesten und einfach besten Forstschüler Europas aus Deutschland.